Du willst es bestimmt nicht wahrhaben, aber vielleicht ist deine Show vorbei. Du hast gut reden, du stehst ja immer noch an der Spitze. Aber was passiert, wenn du nicht mehr ganz oben bist? Was sollen wir anfangen, Rocky? So wie es aussieht, kommen wir bestimmt nicht nochmal auf die Welt. Nein, das halte ich auch für ausgeschlossen. Damit müssen wir uns abfinden. Manchmal muss man sich ändern, Apollo. Ich will mich aber nicht ändern, Mann. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich mag dich ja auch so, wie du bist, aber sieh dir das an. Verstehst du jetzt? Auch wenn du es nicht hören willst, das sind nicht mehr wir beide, Apollo. Wir können es nicht mehr so gut wie früher. Wir haben uns verändert. Es ist so, als ob wir jetzt wieder gewöhnliche Menschen wären. Nein, Rocky, du glaubst vielleicht, du hast dich verändert. Aber man kann seine Persönlichkeit nicht ändern. Du kannst vielleicht den ganzen Reichtum und den Luxus, mit dem du dich umgibst, vergessen, Mann, weil das überhaupt nichts bedeutet. Aber du und ich, wir haben nun mal keine andere Wahl. Wir sind mit dem Instinkt eines Kämpfers zur Welt gekommen, den kann man nicht einfach abschalten, so wie ein zu lautes Radio. Wir müssen uns immer wieder der Herausforderung stellen, denn wir sind Kämpfer. Ohne die permanente Herausforderung, ohne sich immer wieder im Ring schlagen zu müssen, könnte ein Kämpfer genauso gut tot sein, Rocky. In letzter Sekunde hat sich der italienische Hengst hochgerappelt. Deshalb bitte ich dich jetzt. Als mein Freund. Dieses eine Mal noch musst du mir helfen. Du bist sehr überzeugend, Apollo. In Ordnung, aber wenn dieser Kampf vorbei ist. Du kennst mich doch, Rocky. Mir fällt doch immer was Neues ein. Genau davor habe ich auch Angst. Also gut, einverstanden. Der arme Kerl kann einem richtig leid tun, hm?